Hallo und herzlich willkommen zum digitalen Kurzvortrag zu den Geistes-, Rechts- und Wirtschaftswissenschaften an der Universität Bonn. Mein Name ist Lena Ruwald und ich bin Studienberaterin bei der Zentralen Studienberatung der Universität. Ich möchte Ihnen in den nächsten Minuten exemplarisch einige Studiengänge der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät sowie der Philosophischen Fakultät vorstellen. Die Universität Bonn ist eine Volluniversität, das heißt, es werden eigentlich alle grundlegenden wissenschaftlichen Fachbereiche angeboten. Es gibt allerdings einige Ausnahmen. Nicht im Studienangebot enthalten sind die folgenden Fächer und Fachbereiche: die Ingenieurswissenschaften, kreative Kunst und Design, Musik, Sport, Pädagogik, Soziales und die Tiermedizin. Im Rahmen eines Studiums mit dem Abschluss Bachelor of Arts ergeben sich je nach Studienfach drei verschiedene Studienmöglichkeiten. Kernfach mit Begleitfach, wo ein Schwerpunkt auf dem Kernfach liegt und nur noch ein Grundlagenwissen vermittelndes Begleitfach dazugewählt wird. Zwei gleichgewichtete Hauptfächer, der sogenannte Zweifach-Bachelor, oder ein einzelnes Fach, der Einfach-Bachelor. Die Sprach- und Kulturwissenschaften können demnach nicht alleine studiert werden, sondern müssen immer mit einem weiteren Fach der Philosophischen Fakultät kombiniert werden. English Studies muss also zum Beispiel mit Französistik, Keltologie oder auch der Germanistik kombiniert werden. Der Studiengang English Studies befasst sich mit Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften englischsprachiger Länder der anglophonen Welt. Inhaltlich werden regionale Fokussierungen auf Großbritannien, Nordamerika und die postkoloniale Welt gelegt. Aufgrund der sehr interdisziplinären Ausrichtung schließt die Auseinandersetzung mit der Sprache, der Literatur und der Kultur stets auch historische, philosophische, politische und medienwissenschaftliche Fragestellungen mit ein. Zusätzlich zu den fachwissenschaftlichen Kursen werden im Studiengang vertiefende sprachpraktische Module in Bereichen wie Grammatik, Vokabular und sprachlicher Ausdruck angeboten. Das Lehrangebot der Musikwissenschaft umfasst die Grundlagen des musik- und kulturwissenschaftlichen Arbeitens, die Grundlagen der Satzlehre und der musikalischen Analyse. Zum Lehrangebot gehören dazu noch Module wie Sounddesign, in dem auch praktische Übungen an Digital Audio Workstations absolviert werden, Musikgeschichte, Musik, Sound in der Gegenwartskultur und Soundscapes, Hörräume. Musikalische Medienverbünde wie zum Beispiel Oper, Musiktheater, Filmmusik oder Videoclip werden in zwei weiteren Modulen behandelt. Die Musikwissenschaft beschäftigt sich demnach mit der Erforschung, Analyse und Reflexion von Musik in ihrer historischen und kulturellen Vielfalt. Der Studiengang Politik und Gesellschaft befasst sich mit zentralen Grundlagen in den Bereichen der politischen Wissenschaft und der soziologischen Gesellschaftsanalyse. Zu den unterschiedlichen Themenfeldern gehören in erster Linie die Bereiche politische Theorien, Ideengeschichte, politische Systeme, internationale Beziehungen, deutsche und europäische Politik sowie die allgemeine Soziologie. Das Studium soll dazu befähigen, gesellschaftliche und politische Problemlagen zu erfassen, sie in weitergreifende Zusammenhänge einzuordnen sowie zu analysieren. Eine Ausnahme der Philosophischen Fakultät ist die Psychologie, die im Gegensatz zu allen anderen Studiengängen mit einem Bachelor of Science abschließt. Gegenstand der Psychologie ist die wissenschaftliche Erforschung und Erklärung menschlichen Verhaltens und Erlebens. Die Psychologie bedient sich dabei experimenteller und statistischer Methoden, die sie mit modernen Beobachtungs-, Befragungs- und Messverfahren verbindet. Basierend auf diesen Grundlagen werden im weiteren Studium auch die Anwendungsfächer wie die klinische Psychologie, die Arbeits-, Organisations- und Wirtschaftspsychologie, die pädagogische Psychologie sowie die Rechtspsychologie eingeführt und vertieft. Neben diesen konkreten inhaltlichen Themengebieten werden zudem auch die allgemeinen Grundlagen der Diagnostik, Intervention und Evaluation ermittelt. Psychologie kann man bei uns also als Einfach-Bachelor mit dem Abschluss Bachelor of Science studieren oder aber auch es als Begleitfach studieren in Kombination mit einem Kernfach der Philosophischen Fakultät.
Die beiden Theologien, die katholische Theologie sowie die evangelische Theologie, können mit unterschiedlichen Abschlüssen studiert werden. Das kirchliche Examen, der Magister Theologia, beide im Begleitfach Bachelor of Arts, wobei die evangelische Theologie auch im Zweifach Bachelor studiert werden kann. Die rechts- und staatswissenschaftlichen Studiengänge sind die Rechtswissenschaft, die klassisch mit dem Zielabschluss Staatsexamen oder aber auch als Begleitfach im Bachelor of Arts an der Philosophischen Fakultät studiert werden kann. Im Studium der Rechtswissenschaft beschäftigt man sich unter anderem mit den Problemen von Gesetzgebung und Rechtsprechung in verschiedenen Rechtsgebieten, wie zum Beispiel dem Handels- und Wirtschaftsrecht, dem Völkerrecht oder dem Strafrecht. Das Ziel des Studiums ist es also, die Grundregeln der Rechtsordnung begreifen und anwenden zu lernen. Im Vordergrund stehen dabei die Kernfächer bürgerliches Recht, Strafrecht, öffentliches Recht und die Grundlagen des Rechts. Die Volkswirtschaftslehre, die VWL, wird als Einfachstudiengang angeboten. Die Wirtschaftswissenschaften hingegen können als Hauptfach im Zweifach-Bachelor oder als Begleitfach mit einem weiteren Kernfach der Philosophischen Fakultät kombiniert werden. Die Wirtschaftswissenschaften gliedern sich in die Volks- und Betriebswirtschaftslehre, wobei die Volkswirtschaftslehre sich mit einzel- und gesamtwirtschaftlichen Aspekten beschäftigt, wobei die Wechselwirkung aller am Wirtschaftsleben beteiligten Akteure, also Staat, Unternehmen, private Haushalte, Verbraucher, untersucht werden. Die Betriebswirtschaftslehre hingegen untersucht die Wirkungszusammenhänge innerhalb einzelner Betriebe. Bei den Bachelor of Arts Studiengängen Wirtschaftswissenschaften im Zweifach oder im Begleitfach kann also im Verlauf des Studiums ein eigener Schwerpunkt noch festgelegt werden. Sehr viele der geisteswissenschaftlichen Fächer können für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen studiert werden. Hier sind auch sehr spannende Kombinationen möglich, beispielsweise eine Fremdsprache wie Französisch mit einer Naturwissenschaft wie Chemie. Allerdings müssen Fächer der hier aufgeführten Fachgruppe 2 immer mit einem Fach der Fachgruppe 1 kombiniert werden. Gerne können Sie das Video auch an dieser Stelle pausieren, um sich einen genauen Überblick zu verschaffen. Ich hoffe, Sie haben in diesem ganz kurzen Überblick einige interessante Studiengänge kennengelernt. Falls Sie nun vertiefende Informationen wünschen oder noch Fragen zu den Studiengängen haben, finden Sie weiterführende Informationen sowie auch eine Studienangebotsbroschüre auf der folgenden Internetseite: www.studienangebot.uni-bonn.de. Natürlich finden Sie auch auf unserer Webseite der Zentralen Studienberatung www.zsb.uni-bonn.de weitere Orientierungsangebote sowie unsere Kontaktdaten und Sprechzeiten. Melden Sie sich also gerne bei uns, falls Sie Fragen rund um das Studienangebot der Universität Bonn haben.